Hey ho und willkommen zurück zum Let's Play Paraworld. Das ist meine erste Aufnahme nach 2 Wochen nichts tun, weil keine Stimme. Und ich hoffe mal, wir failen jetzt nicht allzu derb. Besser gesagt, ich faile nicht allzu derb. Hab gerade noch das neue Update aufgenommen vom Mittwoch und... ja... wir haben das Tutorial abgeschlossen und die erste Mission gestrandet und schmeißen uns jetzt direkt auf die Druideninsel. Vor dieser Mission können wir unsere Armee noch etwas zusammenstellen. Je nachdem, wie viele Punkte wir... Entschuldigung. So. Je nachdem, wie viele Punkte wir in der vorigen Mission ergattert haben, beziehungsweise in dieser Mission, glaube ich, beim ersten Mal durchspielt oder so. Oder hängt das mit dem Schwierigkeitsgrad zusammen? Ich weiß es nicht mehr. Können wir uns diese Arbeiter und Dingens, Helden und Truppen und so zusammenstellen? Wir haben noch 415 Punkte. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Baueinheit. Ein Axtkämpfer und ein Bogenschütze. Die bilden unsere glorreiche Armee. Ich hätte natürlich auch Soldaten in die... also die Helden in die Dingen stellen können. In die höheren Stufen. Frisst aber enorm Punkte. Okay, 116 mehr haben wir nicht. Okay. Mehr Punkte haben wir nicht. Ich habe noch ein paar Ressourcen erhöht für den Start. Es bringt uns einen winzigen, aller ganz, ganz kleinen Vorteil. Und ich würde sagen, hauen wir rein. Nun ist es geschehen. Das war die Entscheidung. Zum ersten Mal in über 100 Jahren habe ich einen Job nicht perfekt ausgeführt. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Unternehmen sabotiert. Ich habe die Seas. Ich habe Jarvis verraten. Ich glaube nicht, dass er es bemerkt hat. Er ist kein leidenschaftlicher Mensch und hat als solcher keinen Blick für die Leidenschaften anderer. Ich stand vor ihm, verlegen, ängstlich, nervös. Aber er hat nichts davon bemerkt. Er war nur mehr als verstört, dass seine beste Mitarbeiterin, dass seine Gefährtin, dass sein Werkzeug nicht so funktioniert hat, wie erwartet. Dafür hat David Verdacht geschöpft. Ich bin mir ganz sicher. Er hat es nicht erwähnt, aber das liegt nur daran, dass er mir nichts beweisen kann. Ich werde mich in Acht nehmen müssen. Und Cole, Bela und Stina auch. Hoffentlich haben sie überlebt. Sonst wäre das alles sinnlos gewesen. Das Risiko, die Strapazen... und wenn sie überlebt haben, hoffentlich machen sie etwas aus ihrem zweiten Leben. Sie sind seit Jahrzehnten die Ersten, von denen ich meine, sie könnten Jarvis' Pläne vereiteln. Und wenn es ihnen nicht gelingt, dann gnade uns allen Gott. Seid ihr verwirrt? Gut. Reingehauen. Da muss es sein. Na, dann wollen wir mal. Ihr kommt von weit her. Ihr wollt diese Welt verlassen und in eure Heimat zurückkehren.
Und wir sind gekommen, um euch um Hilfe zu bitten. Ich könnte euch helfen. Doch ich habe nicht die Zeit, den Steinkreis aufzusuchen. Meine Aufgabe ist es, den heiligen Wald im Norden der Insel zu beschützen. Mir scheint, der Wald kommt ganz gut allein zurecht. Das war auch so. Für eine lange, lange Zeit. Doch vor kurzem hat sich ein ruchloser Stamm der Wüstenreiter auf der Insel niedergelassen. Sie jagen die heiligen Mammuts in großer Zahl und stören das Gleichgewicht der Natur. Und wenn wir euch helfen, die Wüstenreiter zu vertreiben? Dann werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um euch und eurer Sache zu helfen. Wir sollten behutsam vorgehen. Erst müssen wir das Lager sichern. Dann können wir auf die Suche nach den Wilderern gehen. Gibt's Arbeit? Ja. Ja? Wir sind jetzt also auf der Druideninsel gestrandet. Ja. Auf geht's. Haben jetzt auch einen vierten Helden, den Druiden. Und müssen, wie gesagt, die Wüstenreiter aufhalten. Bevor ich jetzt irgendwie grandios da Hütten und also so Forsthäuser bauen, Steinbrüche baue, muss ich das mal Wohnhütten aufziehen, denn ich habe 13 von 5 Einwohner. Gibt's Arbeit? Und irgendwie kann ich am rechten Rand nicht scrollen, ich rutsche auf den zweiten Bildschirm. Das gefällt mir persönlich auch gerade nicht so wirklich. Ich pausiere ganz kurz die Aufnahme. Ich muss ja speichern. Kampagne. LP. Das Spiel ist gespeichert, ja. So, und ich muss jetzt ganz kurz das Spiel neu starten, damit ich am rechten Rand darüber gehen kann. Sonst muss ich meine dritte Hand wachsen lassen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe nur schnell kurz neu gestartet und jetzt funktioniert das auch wieder. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Ich wollte euch dann überhaupt nichts verpassen lassen. Nicht, dass irgendwo eine Meldung kommt oder so. Was geht's? Gibt's Arbeit? Und jetzt bauen wir mal das Forsthaus hier hin. So. Weil es da nicht wirklich Sinn hat. Ich werde es wohl da unten hinbauen. Was gibt's? Irgendwo? Da sind wir ja hochgekommen. Da kann nicht viel sein. Ja, jetzt funktioniert das auch mit dem Scrollen. Forsthaus. Da kann nicht viel an gegnerischem Gezeugs kommen. Da werde ich dann auch die Holzfäller gleich hinschicken. Ich will, dass da die da ein Stück. Dass die da oben mir da ein Stückchen ausroden, damit ich da Gebäude hinpflanzen kann. Abgesehen davon fühlt sich die Lage schon ganz schön. Was geht? Und die beiden werten Herren werden hier gleich noch ein Steinmetz hier pflanzen. So. Gibt's Arbeit? Du hast kein Holz, du bist bei der Baueinheit. Von mir aus. Du wirst mir gleich mal eine schöne Kaserne herpflanzen. Ja, herpflanzen. So.
Okay. Der drückt hier rauf. Hier oben werden wir nämlich relativ bald mit dem Wall befestigen müssen. Ich neige zum Spoilern, es tut mir auch richtig leid, aber ich weiß, was ich tun muss und da geht das einfacher. Okay, dann sollen wir die wenigstens hier die Dings absammeln. Ist auch schön, wenn wir dir da Platz in der Siedlung schaffen, das finde ich auch ganz nett. Ich lass die einfach mal machen. Genau wegen diesen Viechern hier. Und der Druide ist der erste einfache Heilanhalt des Spiels. Genau an dieser Stelle hier werde ich den Wall errichten. Und zwar genau jetzt. Geht klar. Also die Palisade. Oh. Ich hab's vergeigt, ja. Ja, gut, dann greift halt an. Am Anfang kann der Droide nur Tiereinheiten heilen. Aber das wird. Vorwärts, ihr Mutterseele! So, der baut mir hier schon ganz schön die Palisade auf. Ach du Schande, nein. Tötet das Mistvieh schnell. Den OS Minus. Jetzt setzt was! Ja, das war eine Baumhaus. Die Erde selbst führte euch zu mir. Ich will euch helfen. Im Norden des Eilands, zwischen zwei schneebedeckten Bergen, lebt ein gefährlicher Smilodon. Bringt mir einen seiner Zähne und ich werde euch einen mächtigen Talisman fertigen. Schon unterwegs! Geht's Arbeit? Auch gleich ein Torhaus reinpflanzen. Und Axtkämpfer rekrutieren. Vier Stück für den Anfang. Krieger steht bereit. Gerade das, was da ist. Ich werde für euch kämpfen. Krieger steht bereit. Wir werden übrigens später noch Probleme mit der Nahrung haben. Dazu komme ich dann noch. Wir haben Stufe 2. Es gibt ja viele Upgrades für Krieger und Baueinheiten und keine Ahnung. Weiß der Teufel, was weiß ich noch alles. Und wir werden die ziemlich alle erforschen, jede Mission wieder, solange es geht. Gibt's Arbeit? Aus dem simplen, einfachen, dämlichen Grund, dass das Spiel dann um Welten, ich meine wirklich Welten, einfacher ist. Wo denn bestimmt eine Quest gerade? Erste Inhalt ist klar. Smilodon-Jagd ist klar, der Basisaufbau. Kaserne, Waffenschmiede, Epoche 3, kleine Tierform zu einer großen Tierform, Tempel. 5 Lanzenträgerinnen. Lanzenträger? Ja? Hab ich was verpasst oder sind die Stufe 3? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Die Tierfarben werden wir ganz gemütlich hier hinsetzen. Was gibt's? Bin bereit. Ja. Die kommen hier rauf auch. Und keine Angst, wir werden schon bald da durchschlagen. Geht's Arbeit? So, meine lieben Holzfäller, ihr bekommt das neue Auftragsgebiet. So.
Da könnt ihr das Ganze nämlich schneller abbauen. Und ich muss noch eine Hütte bauen. Ich weiß, hier ist noch ein Steinhaufen. Ich lasse mir da auch Platz für einen Steinbruch. Oder auch nicht. Was geht? Okay, dann müssen wir das abbrechen. Gibt's Arbeit? Dann müssen wir die Hütte woanders hinbauen. Und zwar... Den bringe ich hierher, dann kann ich den nicht hierher bauen. Wer sich fragt, wie ich gerade die verschiedenen Gebäude ausgewählt habe, das mache ich mit Tastenkürzeln. Mit Q kann ich die erste Reihe auswählen, 1 bis 6, 7 eben dann. Mit A die zweite Reihe und mit Y die dritte Reihe. Kleine Tricks am Rande. Was gibt's? Bau, habe ich gesagt. So. Kleine Tierfarm zur großen Tierfarm aufwerten. Dafür brauche ich größere Lager. Was gibt's? Ja, das Lagerhaus, das wär's doch. Die kann ich später zu Märkten ausbauen, die werden mir noch ordentliche Vorteile bringen. Entschuldigt mich. So. So ein Lagerhaus frisst natürlich auch erstmal beim Bau ordentlich Ressourcen. Bringt mir aber später auch sehr viel und ich hoffe, dass die Holzfäller hier auch relativ schnell abroben. Ich werde denen noch einen dritten zur Seite stellen. Arbeiter ist bereit. Ich will noch zwei Kentosaurus bauen. Ja? Und du fällst mal die Holz auch. Schon unterwegs. Wer ist ja nicht. Was gibt's? Ja? Kentro bereit! Schon unterwegs. Ja, ich will die Viecher hier jetzt nicht jagen. Ich könnte natürlich. Kentro bereit! Aber ich könnte auch ganz einfach Getreidefelder anlegen, Kornfelder. Damit kann ich zwei Arbeiter beschäftigen. Und das liefert eigentlich mehr als genug. Ja. Sind unterwegs! Kentaros sind relativ einfache Kavallerieeinheiten. Aber verdammt cool für den Anfang. Kentrosaurus. Wie gesagt, verdammt cool für den Anfang. Ja, das Feld wird jetzt noch gesät und eh schon wissen und so weiter und so fort. Was gibt? Wird halt nicht ganz reichen, um die ganze Lebensmittelproduktion zur Genüge zu erfüllen. Da oben wohnt der Droide, wie ihr vielleicht schon geahnt habt. Die Viecher lassen einem aber auch keine Ruhe. Ich werde für den Anfang dieses Mal den Droiden leveln. Weil es der einfach am nötigsten hat. Und ich will diesen armen Controller auch in neuen Spielen haben, verdammt nochmal. Ich finde es echt schade, dass das Spiel so drastisch gesunken ist. Wo ist Bela? Ich will den Sniper-Schuss nämlich auch haben. So. Gibt's Arbeit? Allerdings gibt's die, denn
Ich könnte natürlich noch mehr Felder bauen, aber wir wissen ja, wir können auch einen Hafen bauen. Und den brauchen wir früher oder später sowieso, also pflanzen wir gleich an. Ich werde doch noch ein zweites Feld bauen müssen. Was? Was? Es wird mir nichts anderes erspart bleiben. Denn ich kann die Gewässer nicht jetzt kurzzeitig ausplündern. Dann nachträglich, wenn ich schon die anderen Gebäude brauche, die Felder anpflanzen. Was ist jetzt? Ach so. Mysteriös. Neuer Quest, das versunkene Schiff. Am Strand einer kleinen Insel wurde etwas angespült. Das werden wir uns relativ bald holen. Ja? Sobald wir größere Schiffe bauen können. Geht klar. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist Nahrung. Moin Moin, wo ist der Hering? Moin Moin, wo ist der Hering? Ganz genau. Ach, so viel Platz ist da. Gut, dann werden wir das wohl irgendwo hier hinpflanzen. Und das meinte ich, die Felder brauchen nämlich, obwohl sie relativ gesehen klein sind, unverschämt viel Platz. Das kann echt schwierig werden. Nee, ne? Hier ist die Segel. So, wo sind Fische? Da sind Fische. Dann fischt ihr mal, ja. Wir haben im Steinbruch noch das Upgrade. Wir warten im Prinzip nur noch auf die 700 Nahrung. Ich will da nicht raus, bevor ich nicht Stufe 3 habe. Was war das jetzt? Leider ist mir der Zugriff auf die fünfte Stufe noch immer versperrt. Da haben Helden ziemlich spannende Fähigkeiten. Die beim Druiden ist jetzt zwar nicht so die prickelnde, die erhöht die Heilraten wahnsinnig. Die von Bela erhöht den Fernkampfschaden aller Einheiten, die ist sehr nützlich später. Cole erhöht die Trefferpunkte aller Nahkampfinfanteristen. Und Stina erhöht die Nahkampfpanzerung aller Einheiten, aller Kavallerieeinheiten. Okay. Allerdings gibt es auf Stufe 5 eben diese besonderen Einheiten, wie wir letztes Mal diesen Titan gesehen haben. Nur der Titan war. Gibt's Arbeit? Sehr schwach. Ich glaube, er hatte nur. Halbe Lebenspunkte und gibt's Arbeit? Halbe Angriffspunkte und so. Ein weiteres Gebäude wird gepflanzt. So. Nahrung wächst ja mittlerweile schon rein in die Speicher. Noch fast Stufe 3 erreicht. Fertig. Ich habe mal die Lagerkapazität erhöht. Ach, da habe ich die Lanzenträger. Ich baue gleich mal die große Tierform aus. Gibt's Arbeit?
werden hier wieder fleißig forschen. Das erhöht die Produktivität enorm. Ach, die holen sich hier auch das Zeug. Okay. Danach muss ich erst schauen, wo ich wieder Steine herbekomme. Also. Wie könnte ich im Hafen Transportboote bauen? Weißt du es noch wieder? Ein Haufen wird des Zeugs erforscht. Jetzt kann ich auch Kampfrinos bauen und Rhino-Transporter. Und Rhino-Ballisten. Die sind extremst fies später. Und die sind alle auf Stufe 3 ausbaubar, also ausbaubar. Also erstmal die 5 Lanzenträgerinnen für die Mission bauen. Wir wollen möglichst viele Punkte haben für die nächste. Wir haben eine Kaserne, wir haben eine Waffenschmiede, wir haben Epoche 3, wir haben eine kleine Tier von zur Großen umgewandelt. Ein Tempel fehlt uns noch. Ja? Meine liebe Bauern, wir brauchen einen Tempel. Lanzenträgerin bereit! Das Zeug frisst Platz, echt. Den hätte ich aber ehrlich gesagt lieber vorne. Lanzenträgerin bereit! Allzeit bereit! Die hat aber eine große Lanze. Von mir aus. In der Nähe von Tempeln werden nämlich die anderen Einheiten geheilt. Lanzenträgerin bereit. Und wenn ich die nah beim Ausgang habe, kann ich die Einheiten schneller heilen, wenn ich die zurückziehe. Ich will es aber auch nicht zu nah beim Wall haben, damit ich nicht irgendwie von Artillerie oder so gleich ins Kreuzfeuer genommen werde. Meine Lanze führt zum Sieg. So. Allzeit bereit. Damit müsste eigentlich nur noch der Tempel fehlen, damit ich dann alles habe für die Mission. Bin bereit. Vorwärts. Dann kann ich mich langsam auch nach draußen begeben. Im gemütlichen Trott. Verstanden. Wo ist der Anhaltenbefehl da? Wenn ich hier nämlich weitergehe, muss ich schnell sein. Ich sehe, das Dorf ist nun so fest an seinem Platz verwurzelt wie ein alter Baum. Jetzt solltet ihr euch um 4 Mammutfamilien kümmern, die auf meiner Insel leben. Die Wüstenreiter trachten danach, sie zu erlegen. Wir sollten die Gegend mit einer Mauer absichern, bevor wir aufbrechen. Hier. Ach du Schande! Nein, 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 nein. Ich habe was ganz, 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 ganz Dringendes vergessen. Was? Die haben schon angefangen? Nein, 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 nein. Verstanden. Muss ich eine zweite Armee pumpen? Was geht? Komm, Hugo, vergiss den Turm vorerst. Wir brauchen Häuser, wir müssen noch Truppen bauen, pumpen. Hier lang. Die Schweine greifen die Mammuts schon an, das finde ich uncool. Ich habe aber was Wichtiges vergessen, das ist jetzt uncool. Etwas schneller laufen wäre angebracht, hä? Huh? Attacke! Ja? Attacke! Mit dem Tempo könnte der Mammut übermorgen nicht retten, hey. Irgendeine Einheit bremst mich, ich weiß nur noch nicht, wie welche.